Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten bekommen immer und immer wieder ihr Fett weg von Jesus. Zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die mit ihm gegangen sind, sagt er einmal: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ob dieser Vergleich heute hinkt? Oder gibt es heute auch noch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die meinen, dass das, was sie glauben, lehren oder schreiben, dass das reicht? Jesus will darauf hinweisen, dass es immer noch ein Quäntchen mehr sein kann für Gott. Dass Gott sich nicht so schnell zufrieden gibt mit unserer Bequemlichkeit. Und das soll uns ein Ansporn sein. Jesu Worte wollen uns ein Ansporn sein, immer wieder vom Sofa runterzugehen, herauszukommen aus unserer Mittelmäßigkeit und Bequemlichkeit, um für Gott etwas mehr zu geben. Und wenn wir das schaffen, davon bin ich überzeugt, und das sagt uns letztlich ja auch Jesus, dann werden wir auch mehr an Fülle, mehr an Leben, mehr an Frieden und mehr an Glaubensfreude erfahren können. Ja, auch wir können mehr geben als die Schriftgelehrten und Pharisäer, die immer nur mit dem Finger gezeigt haben und mit ihrer eigenen Gerechtigkeit zufrieden waren. Lassen wir uns von Jesus anspornen. Er hilft uns, immer ein Stückchen besser zu werden. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, so oft umgibt uns Mittelmäßigkeit in unserem Leben. Wir werden kleinlich und dabei müde und langweilig. Hilf uns, herauszukommen aus unseren Schneckenhäusern, einzutreten für dich und uns anstecken lassen von deiner Freude, von deiner Aufforderung, das Leben aus dem Glauben heraus zu gestalten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.